Leute, herzlich willkommen zum Freitagsvlog. Warum ist es hier schon wieder so dunkel? Was ist hier los? Ja, nicht viel. Wir haben Mittwoch. Ich habe heute nach der Arbeit mein Futter geholt gehabt, Futter aussortiert und ja, Viecher gemacht. Dann hat es Abendessen gegeben und nach dem Abendessen haben wir kurz entschieden, der Vater und ich, wir rufen mal meinen Hufschmied an. Der ist Federnschmied, der hat früher eine richtige Schmiede gehabt, auch für Fahrzeugfedern und. Hat er immer noch, macht er aber so gut wie nichts mehr, weil es nicht mehr verlangt wird. Wir rufen den mal an und fahren mal Rinder, wenn er Zeit hat, und holen mal ein bisschen Federstahl. Kann ich euch mal zeigen. Den haben wir in der Halle liegen. Ja, da sind wir um 7 sind wir hintergefahren und jetzt ist es mittlerweile 9:30. Sind gerade wieder heimgekommen. Ist ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant. So was passiert. Machen wir mal Licht. Ja, bisschen verquatscht und sein Unimog angeguckt. Der hat einen 411er Unimog. Sein Güldner angeguckt, ein Güldner Allrad G50. Schöne Maschine. An 180er Steier. Übrigens der erste Steier, der jemals im Oberfranken verkauft worden ist. Haben wir von ihm erfahren. Den hat er damals irgendwie beim Landhändler gekauft. Und es war in Oberfranken der erste Steier, der verkauft worden ist. Hätte ich gerne alles gezeigt, aber ich meine, ich kann nicht einfach bei dem das Film anfangen. Wäre ja irgendwie... naja, macht man nicht. Ich hätte fragen können, aber egal. Auf jeden Fall recht interessant. Wir waren in seiner Schmiede und haben, wie gesagt, ein wenig Federstahl geholt. Und da liegt das Häuftchen. Ja, ist halt dann zum Beispiel sowas da. Oder auch sowas da. Oder dann einfach so Reste von diese Federstahlstangen, kannst du sagen. Das starke Material hier ist zum Beispiel für Aufschweißspitzen, beziehungsweise so Spitzen für einen Kronepflug. Da haben wir hier mehrere dicke und die dünnen Federn. Da werden Aufschweißspitzen für einen Eicherpflug gemacht. Also für die alten Schare, die ich habe, mache ich vorne ein paar Aufschweißspitzen. Vielleicht auch auf Schraubspitzen oder so ähnlich. Ja, bei ihm waren wir drüben. Der hat unter anderem ja, einen alten MF-Pflug, so einen B-Pflug. Und da hat er auch welche dran, auch so richtig nachgeschweißt. Und bei Bedarf werden die einfach wieder runter gemacht und neue draufgeschweißt. Da habe ich jetzt, wie gesagt, dann ein bisschen passendes Material mitgenommen. Ja, ich habe jetzt entschieden, also war ja im Endeffekt von vornherein festgestanden, ich werde aus zwei Eicherpflügen einen machen. Mein Rode, der hat ja keine Steinsicherung drin und die Schare sind nicht mehr unbedingt im besten Zustand, die sind ja schon mal geschweißt worden. Da habe ich mir gedacht, den werde ich zerlegen. Weil beim blauen Eicherpflug mit Steinsicherung, den ich habe, ist der Bock vorne dran, wo das Rad dran ist, recht desolat. Ich habe das jetzt einmal gründlich gereinigt gehabt gestern mit dem Dampfstrahler. Ja, was soll ich sagen, also die Kurbel vorne zur Radverstellung rastet nicht mehr gescheit ein, hat keinen Rastmechanismus mehr, verdreht sich ständig. Alles ausgeschlagen, alles ausgeklappert, der Drehmechanismus unten, da hat jemand Schmiernippel abgebrochen und die sind so saublöd abgebrochen. Habe ich rausgedreht, ist innen her die Welle komplett kaputt und verschlissen, auch im Eimer. Ja, auch die Welle selber hat schon sehr viel Spiel, diese Drehgelenkswelle, der Kippmechanismus geht nicht so toll. Ist sehr schade irgendwie, aber... ist leider so und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde alle zwei Pflüge zerlegen und baue mal aus denen zwei Pflügen dann einen vollwertigen, schönen kleinen Eicherpflug wieder zusammen. Ich habe auch schon Farbe in den Einkaufswagen gelegt, ja, wenn wir mal wieder was bestellen, kriege ich das Eicher Alpenblau und das Eicher Räderrot, heißt ja, die Farben. Habe ich mir mal bestellt, eine Dose rot und drei Dosen blau. Und dann habe ich mir gedacht, dann wird der schön gemacht.
beim Dampfstrahlen leider diese Embleme, die drauf waren, oder diese Aufschriften, Eiche, tja, beim leisesten Wasserhauch, der drüber gegangen ist, noch ganz ohne Druck, ich wollte die eigentlich bloß ein wenig seicht abwaschen, sind die schon abgebröselt, schade, wie ich die dann wieder ergänze, weiß ich noch nicht, entweder gibt es da so einen Aufklebersatz oder ich versuche es mit Hanze drauf zu malen oder ich lasse weg oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, der blaue wird zerlegt, der rote wird zerlegt, den Bock vom roten werde ich übernehmen für den blauen und die blauen Auslege mit Steinsicherung drin, die kommen dann auf diesen roten Bock drauf. Das Ganze dann sandstrahlen und sauber lackieren und dann schaut das Ganze auch einheitlich aus und schön aus und nicht so, naja, zusammengewürfelt, weil wenn ich jetzt die blauen Auslege auf den roten Vorderbock drauf mache, das schaut irgendwie komisch aus, halt so zusammengeschustert, so im Ganzen, wenn er da steht, ist er halt rostig, aber dann passt es wenigstens zusammen. Beide wieder herzurichten ist irgendwie Blödsinn. Macht keinen Sinn, also selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich mache die Welle raus, die ausgeklappert ist, da ist irgendwie ein Quatsch, wozu soll ich mir zwei Pflüge hinstellen, es ist Blödsinn. Klar, es mag jetzt vielleicht jemanden geben, der sagt, ach komm, nicht verschrotten oder Haus nicht weg, aber ich lege mir die Ersatzteile, die ich brauche, die lege ich mal auf Lager, also quasi die Schäler, da war ich eventuell die Schare, die wo ich jetzt aufgeschweißt habe, da mache ich dann Spitzen ran. Und die knalle ich drauf, wenn ich zum Beispiel die Disteln unten schälen will. Und die schönen Schare, die ich jetzt zum Beispiel habe, die kann ich dann nehmen, um ja, Kartoffelbiedler zum Beispiel zu ackern. Weil da sind sie ja optimal dafür und da wäre es dann schade, jetzt die Schare auch zu versauen. Muss ich mal gucken. Irgendwie so, ich hebe mir die auf alle Fälle auf, weil Schare kann man immer gebrauchen. Sowas ist Mangelware, wird es nicht unbedingt noch geben und es sind auch andere Verschleißteile dran, wie dieser Schleifklotz hinten zum Beispiel, den kann man immer mal gebrauchen, der wenn er mal durch ist. Das Rädchen vorne ist scheinbar noch luftig, das hebe ich mir dann auf und ja, halt so kleine Ersatzteile, was man gebrauchen kann, das hebe ich auf. Und dann bauen wir, wie gesagt, einen schönen neuen. Ja, und wozu haben wir den Federstahl noch gebraucht? Weil ich jetzt hier drüben in der Halle stehe, das wollte ich euch eigentlich zeigen, bevor ich schon wieder vom 100. der 1000er komme bin, ihr kennt mich ja. Ja, für den Mulcher von der Jagdgenossenschaft, das ist ja dieses Ding hier. Wer sich jetzt fragt, was ist das für ein Mulcher? TFR 260, Hersteller ist Omarf. Da steht's, verkehrt rum. Huhu. Ja, den hat der Vater wieder zusammengerichtet, den haben wir wieder gemacht gehabt, da war hinten einmal dieses Lager hier unten kaputt von der Nachlaufwalze, das war total ausgeschlagen und da oben sieht man schon so frisch lackiert, da war er alles ausgebrochen, die Schlägel unten dran mussten komplett gemacht werden, die waren alle abgenutzt und nicht mehr der beste Zustand, ja und das ganze Ding ist hergerichtet worden. Soweit. Und jetzt sind hier noch seitlich so Schleifkufen dran. Und man sieht schon, die sind halt schon relativ dünn und eingerissen. Also da ist ja fast gar kein Material mehr. Ist ja dünn wie ein Brotmesser. Und da ist er ja eingerissen. Und da soll jetzt von der Unterseite dann dieser Federstahl hin. Recht massiv und schon fertig gebogen. Und der kommt dann aber auf der unteren Seite ran. Wird da damit verschweißt, dann hat man eine neue Laufkufe und die hält dann auch wieder eine ganze Zeit lang. Ja, so ist zumindest das Ziel. Naja, jetzt wisst ihr auf alle Fälle, was ich dann heute getrieben habe und wo wir da rumgegeistert sind. Und ja, eigentlich hatte ich jetzt geplant, ich wollte heute noch einmal ackern, aber na gut, ist halt so. Weil ich habe nämlich jetzt auch die Entscheidung getroffen, das Feld unten, es hat jetzt bei uns endlich einmal geregnet. Naja, geregnet ist relativ, es waren 7 Liter auf dem Quadratmeter. Beschweren will ich mich nicht, jeder Tropfen ist gut, aber es hätte ruhig die 10-fache Menge sein können. Naja, immerhin, es ist überhaupt mal was gekommen und ich habe jetzt beschlossen, die Distelproblematik,
Ich habe noch ein wenig recherchiert und ein wenig gelesen, zwecks Schälpflug und und. Ja, einen richtigen Schälpflug kaufe ich mir natürlich nicht, da wäre ich ja blöd. Ich habe die Eichepflüge, ich habe die kleinen Schlepper und ja, gut, du brauchst ein wenig länger, aber vom Spritverbrauch. Was braucht mal Kramer? Also, der säuft fast keinen Sprit. Und die Arbeitsleistung mit so einem Flug im dritten Gang, naja, mein Gott. So viel langsamer bin ich dann auch nicht. Ich schäle das ganze Feld einfach einmal ab, sauber. Jetzt muss er ein wenig geringt und dann müsste es vielleicht da ein bisschen besser gehen. Klar, wie gesagt, bei 7 Liter kann man nichts Großartiges erwarten. Der Boden ist nur leicht angeweicht obendrauf, das meiste verdunstet wieder. Aber ich mache trotzdem mal den Versuch. Das wollte ich eigentlich heute schon anfangen. Jo, Mai, jetzt ist halt schon wieder so spät. Jetzt da noch anzufangen, wäre vielleicht nicht unbedingt das Optimum. Von daher werde ich das dann lieber auf morgen verschieben. Auf Donnerstag. Ich habe dann heute die Stelle alle gemacht und überall frisches Wasser hin. Und dann kann ich morgen nach der Arbeit direkt loslegen. Es geht es mit die Stelle ein bisschen schneller. Futter habe ich dann auch nicht zu sortieren. Und dann kann ich morgen mal agern und dann schauen wir mal, wie das läuft und ob das funktioniert. Tja, haltet mich für blöd. Keine Spielerei, sondern das ist wirklich biologische Art der Unkrautbekämpfung oder was heißt mechanische Unkrautbekämpfung, muss ich ja eigentlich sagen. Ich habe ja gesagt, ich möchte diesen chemischen Weg nicht unbedingt gehen. Ich schließe ihn nicht ganz aus, aber ich möchte es erst einmal so versuchen. Klar, es kostet ein bisschen Sprit, aber ich denke einmal, was ich jetzt mit dem Pflug und mit dem Bulldog an Sprit verfahre und vielleicht an Verschleiß dran habe, das wird summa summarum auf selbe kommen, wie wenn ich jetzt dann mein Pflanzenschutzmittel kaufe, beziehungsweise das Herbizid kaufen tue und ja, mit dem Schlepper, mit dem Wasser drüber fahre, bin ich wahrscheinlich beim selben, also so vom rein rechnerischen her, wie was ich jetzt mit dem kleinen brauche. Klingt komisch, ist aber so, weil viel Kraft braucht der Schlepper nicht. Ich arbeite auf ca. 7 bis 8 cm Pflugtiefe. Das reicht vollkommen. Ich will ja bloß abschälen und nicht umgraben auf 25 cm. Das ist ja Blödsinn. Und von daher wenig Kraft, wenig Spritverbrauch. Gerade 15er und der 28er, da ist es überhaupt kein Problem. Der 28er, da kann ich wahrscheinlich mit dem Tank da das Feld und noch einmal dieselbe Größe locker zusammenackern. Überhaupt kein Thema. Und der Kleine, ja, der hat sich halt jetzt angeboten, da hängt der eh dran und dann werde ich das mal versuchen. Aber da halte ich euch auf dem Laufenden, das seht ihr dann vermutlich am Freitag, beziehungsweise, ja, ich werde es da morgen am Donnerstag probieren. Und jetzt war erstmal Feierabend, jetzt schmeiße ich mich aufs Ohr, morgen geht's wieder auf die Arbeit. Ja, Leute, mittlerweile ist Donnerstagabend und ja, ich befinde mich gerade auf dem Weg. Ich hole meine Schwester von der Arbeit ab und fahre vorher schnell noch an Sprit holen und Diesel. Ja, der Bulldog braucht ein wenig an Sprit. Das war der Kanister, der mittels Ding. Der KA15 wird aber nachgetankt. Schon wieder eine ganze Zeit lang her, dass der getankt worden ist. Das letzte Mal war, wie ich dir die ganzen Balken geholt habe für meinen Zaun. Wie lange war denn das her? In der Zwischenzeit hat er ja schon ein paar Mal Mistfahren und beim Heu- und Strohfahren geholfen. Heuwände hin und her gekutscht, Maschinen hin und her gekutscht und. Der war ja gut sogar. Also voll war er nicht mehr jetzt zum Ackern. Und jetzt ist er circa noch ein Drittel voll. Ja, wir auch ein wieder F2L von Deutz. Aber ja, ich sag einmal, es ist eigentlich in Ordnung für das, was ich jetzt schon geschafft habe mit dem Flug. Ich habe am Feld oben hier, kann ich sagen, bis zu der Feldscheune hin, bis zu der Scheune von der Jagdgenossenschaft. Ist von oben runter, war es schon fertig geackert. Zwischendrin im Feld sind ja ein paar Furchen gezogen. Ja. Ich will ja jetzt die ganze Fläche komplett machen. Da bin ich ja noch gut zu Gang, das wird noch ein bisschen dauern.
bei 2 Scharen und ja, ich weiß gar nicht, 45 cm Arbeitsbreite oder sowas. Da dauert das natürlich ein bisschen, da kannst du nicht erwarten, oh, da bist du jetzt dann so in 2 Stunden fertig. Also da bin ich natürlich dann auch mit dem Drohnenflug deutlich schneller als mit meinem kleinen Eicherflug, aber das ist mir egal. Das Schälergebnis finde ich nicht einmal so schlecht. Problematisch ist, das hat es im letzten Video schon geheißen, Deichspielerei, was soll ich überhaupt sehen? Keine Agenda, da kannst du genauso gut gleich den Grubber nehmen. Nein, kann ich nicht. Sinn und Zweck hinter der ganzen Geschichte ist ja, ich will den Boden schälen. Ich will eine Ganzfläche durchschneiden, so das Ziel. Das funktioniert mit meinem Grubber leider nicht, weil ich nur Doppelherzschare drauf habe und keine Gänsefußschare. Die wollte ich nicht extra kaufen. Ich habe geguckt, die sind Schweinebacken teuer. Und für das, wo ich sie brauche, ist es mir die Ausgabe von rund 900 bis 1000 Euro ehrlich gesagt nicht wert. Weil es muss da erst nochmal wieder reinholen. Und mit der Fläche holst du das so nicht rein. Oh, ein Reh. Und ein Wetter. Wo eines ist, könnten mehrere sein. Also solche Schare, wenn ich da knapp 1000 Euro rechnen muss, damit ich die alle austausche, das ist mir ein bisschen zu viel. Dann würde ich zum vollflächigen Abschneiden lieber noch den Drohne Mustang nehmen und den dann flach stellen, was natürlich schlecht funktioniert, weil er für sowas nicht gedacht ist. Aber da sind die Schare deutlich günstiger. Diese Gänsefuß- oder Fußschare sind ein Köckerlingflug. Das ist kein Raubflug, das ist ein Köckerling. Sind sauteuer. Naja, jetzt hole ich, wie gesagt, erst nochmal an Sprit. Schnell mal an die Tankstelle. Machen wir mal 2 Kanister voll. Und dann die Schwester einsammeln. Und auf geht's heim. Bulldog nachtanken. Dann werden wir noch ein bisschen was schaffen heute. Zu lange aber auch nicht, weil ich muss ja das Video natürlich noch schneiden. Immer so zweischneidig gestellt. Das ist das Problem. Für die Videos will ich da was aufnehmen, da mache ich was. Problem ist, ich kann immer nicht so lang machen, weil das Video muss ja auch irgendwann schnitten können. Es ist immer dieses zweischneidige Schwert. Aber was wollen wir machen? So ist es halt, ne? Ja. Wird auf jeden Fall auch werden. Ich nehme euch dann auf alle Fälle mit, wenn wir und dann schauen wir mal. So, wieder daheim, Bulldog getankt. Und ein kleines bisschen machen wir noch. Ein bisschen quälen wir noch die Hydraulik. Das ist so das Ergebnis bislang. Ja, hier vorne hat er nicht gearbeitet, das war das vor dem Regen, aber da gehe ich jetzt nicht nochmal durch. Das lassen wir einfach und zur Not nochmal mit Gruppe oder so. Ich wollte ja sowieso die Unkrautbekämpfung etwas intensivieren. Aber das da oben, das ist jetzt das heutige Ergebnis. So schaut es jetzt da aus. Da einige sagen, oh, ist ja gar so schlimm. Also finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nö. Gleich um die Vorderachs, mein Gute. So, müsste man auch mal wenden, oder ja, können wir loslegen. Ja, ich wollte. Thank you.
Seite fällt mir irgendwie die Einstellung noch hin. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen weit reingeschwenkt, der schneidet nicht richtig. Da werde ich jetzt mal rauffahren und werde Schrauben mal umstellen. Schauen wir mal, ob es dann besser wird. Ja, ich habe schnell irgendwas geändert an der Einstellung. Da waren zwei Schrauben hier oben an die Holme lose. Also auf der Seite hier drüben. Ja, da hat er sich dann ein wenig schräg gestellt, deswegen hat er dann zu breit geschnitten und hat das Material dann mitgenommen. Das sieht man jetzt da. Naja, nicht so schön, aber gut, es liegt ein wenig Erde drauf. Das sieht man da am Ausfallgetreide. Eigentlich wollte ich den ganzen Boden umschälen, aber naja. Jetzt ist er umgestellt. Jetzt schauen wir mal, ob es jetzt besser wird oder nicht. Kann ja eigentlich nur besser werden. Der macht mir noch ein wenig Ärger, ich weiß nicht. Irgendwie zieht das Schar hier hinten nicht richtig rein. Ganz seltsam, irgendwie die Anstellung unten oder was vielleicht verkehrt oder ist es schon so abgenutzt. Kann natürlich auch sein. Wer weiß. Die Seite mag nicht so recht. Keine Ahnung. Und auf der Seite habe ich auch noch ein Problem, da können die Schare definitiv schliffen. Also ich werde wahrscheinlich den Flug da für den Rest vom Feld abhängen und bei den anderen nehmen den roten. Der Boden ist so trocken, die Schare waren einfach nicht richtig blank. Da bleibt die Erde dran pappen, dann wird der Flug immer schwerer und dann hebt die Hydraulik vom Kramer einfach nicht mehr richtig aus. Der ist einfach ein wenig zu schwach dafür. Ich habe schon überlegt, da einen KL300er vorhängen. Aber da ist halt wieder wie die Kotflügel. Ah ja, mal gucken, vielleicht ändere ich das Ganze noch, die Konstellation und hänge den roten an der KL300 oder so ähnlich. Müssen wir mal gucken, aber das fällt mir so jedenfalls nicht. Ich sage ja, hier ist ziemlich viel ausgeklappert, ausgenudelt. Funktioniert alles nicht ganz so toll, wie ich mir das vorgestellt habe mit dem. Also der rote, der arbeitet definitiv sauberer. Einstellungssache, oder sind die Schare schon so abgenutzt oder was? Keine Ahnung. Eigenartig. Naja.
Ja, an dieser Stelle breche ich für heute ab. Irgendwie passt das nicht. Läuft nicht richtig. Mir kommt es auch so vor, der Düngeeinleger hier hängt schon wieder zu tief. Könnte schon wieder runtergerutscht sein. Ja, also an dem gehört definitiv erst was gemacht. Könnte, wie gesagt, an dem Ding da liegen, dass den nicht richtig neid zieht. Ist halt auch ein wirklich knochentrockener Boden. Prügelhart, wie Beton. Ich sage also, den Pflug da überhaupt reinzubringen, ist ein Wunder, dass er durchgeht. Aber was man schon deutlich dran sieht, das frisst am Material, dass es nicht schöner geht. Ja, bösartig. Ich bin auch wirklich jetzt schon mittlerweile wieder am Überlegen. Vielleicht doch beide herrichten. Den schönen blauen hier mit die Düngereinlege zum richtigen Acker nehmen. Fürs Kartoffelbeet zum Beispiel, wenn man Gründüngung oder so draufstehen hat, dass die schön verschwindet. Eventuell für sowas. Und den roten herrichten. Der hat zwar keine Düngereinleger, aber der ist optimal zum Schälen. Weil ich habe schon festgestellt, mit den Düngereinleger zu schälen ist irgendwie blöd. Erstens einmal, man hat ein sakrisches Gewicht drauf, weil die Dinger wiegen ja auch ein bisschen was. So ein Teil, wenn du es rausnimmst, das hat knapp, ich schätze mal 7 Kilo vom Gewicht her. Die sind nicht leicht. Macht 7, 14, 21, 28 Kilo alleine die Trümmer. Läppert sich, ja. Die Steinsicherung ist dann auch ein bisschen massiver gebaut als beim anderen. Auch noch Zusatzgewicht. Ja, und da hat natürlich der Kleine hier mit der Hydraulik ziemlich zu kämpfen. Man sieht es beim Ausheben, der hält sie auch nicht oben. Problem bei dem Schlepper ist nicht der Hydraulikzylinder selber, sondern einfach die Pumpe. Die ist schon so miserabel. Ja, eine neue Pumpe da dafür herkriegen ist schwierig bis fast unmöglich. Für das, was ich mache, reicht er ja eigentlich. Gut, der Pflug ist halt wirklich ein wenig schwer und was halt wirklich auch ein Problem ist, die Schare, die setzen sich immer wieder mit Erde zu. Das ist richtig prügelhart hier. Zentimeter dick drauf. Hinten und vorne. Ja, funktioniert auch nicht. Ich denke mal, da ist das Hauptproblem einfach, die sind so rostig gewesen, die waren ja richtig braun. Da pappt einfach so viel Rost drauf. Das bleibt einfach hängen. Ja, Ziel ist es ja, wie gesagt, den da eh herzurichten. Also komplett Sandstrahlen, eventuell schleifen, alles schön neu machen und ja, von neuem aufbauen und dann die Schare gleich schön blank machen und mit dünn Fett einreiben, dass sie nicht rosten bis zum nächsten Einsatz. Ja, und dann sollte der eigentlich besser gleiten, weil so an sich die eine Seite, die ist ein bisschen besser, da pappt nicht so viel dran oder mittlerweile so gut wie, naja, fast nichts mehr. Da schmeißt er die Erde so richtig schön, da gleitet sie drüber und hier drüben, naja, wo mal das Pappzeug da ist, das staut sich dann so auf, das bolbert sich so vor. Gefällt mir nicht. Gefällt mir absolut nicht. Wie gesagt, das müssen wir noch ändern, das bleibt so auf jeden Fall nicht. Ja, mal gucken. Vielleicht richte ich wirklich beide wieder her. Den roten fürs Grobe, fürs Schälen. Und den blauen dann fürs Kartoffelbietler-Agen oder fürs Schleppertreffen oder so. Keine Ahnung. Mal schauen, was ich dann eventuell noch machen könnte. Ich könnte natürlich den roten so lassen, wie er ist. Weil so schlecht ist er ja eigentlich nicht. Und mache auf die Schare dann unten bloß ein paar so Meißelspitzen drauf, dass es nicht schön reinzieht. Wenn der Boden nach der Ernte so hart ist, dann ist zum Schälen natürlich ein bisschen besser. Dann geht er leichter der Boden rein. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Der da, der geht ja wie gesagt auch in den Boden rein, der packt dann schon an. Aber sobald es härter wird, da kommt er dann an seine Grenzen, das merkst du schon an. Ja, muss ich mal sehen. Mal gucken. Ich kann ja an der anderen dann auch noch so Messersäcke bauen. Ich habe ja genug Federstahl mitgebracht. Zur Not mache ich mir dann einfach aus Federstahl so ein einfaches Messersäcke, vorne ein wenig angeschliffen und oben dann mit ihr hat er auch eine dranhängen, mit dieser Halteösen da, die fixiert. Und dann sollte das normalerweise auch funktionieren. Ja, mal sehen, mal gucken. Der wird auf alle Fälle zerlegt, weil so bleibt es nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Geht nicht so schön. Und ich werde morgen dann höchstwahrscheinlich einmal nach der Arbeit den
anderen den Roden wir rausholen. So stelle ich den dort neu, wo der Rode jetzt aktuell ist. In der alten Bulldog-Garage. Dann hänge ich den Roden da an, mache diese Schägelrunde, die so schwer sind. Die wiegen ja auch gleich ein bisschen was. Da hat einer auch 2,5 Kilo. Die ja lose dran rum bambeln, ohne dass sie überhaupt einen Sinn und Zweck haben, weil da hängt ja nichts dran. Dann mache ich die Runde und dann wird einfach mit einem anderen geschält. Eventuell schmeiße ich dann gleich ein paar Spitzen ran oder so. Na, mal sehen. Bloß bevor ich mir den hier jetzt zerschandricht oder was. So an sich die Steinsicherung funktioniert ja, da will ich ja gar nichts sagen. Die funktioniert sogar bestens. Spricht auch ab und an immer wieder an. Aber halt immer wieder dieses Problem, dass er irgendwie schlecht mitnimmt. Einstellungssache bei so einem Flug ist ja sowieso immer so eine Sache für sich. Da kann man viel verkehrt machen und viel richtig machen und überhaupt, ja, 100 Mal noch gepfuscht heißt noch lange nicht, dass es dann funktioniert. Ja, noch ein wenig ausprobieren, ein wenig rumdoktern. Kann ja nur besser werden. Wie gesagt, ich bin auch kein Profi, was das Flugeinstellen angeht. Ich habe den Krone letztes Jahr eingestellt, da habe ich doch einige Bahnen gebraucht, bis er lief. Der Krone ist fast ein bisschen einfacher einzustellen wie das hier, weil den Krone, den klappst du rum, du hast drei Schare, du hast dein Stützrädel hinten und gut ist. Hier funktioniert aber das Stützrädel vorne eigentlich nur als Tastrad und es soll nicht schwer belastet werden. Das eigentliche Stützrad oder besser gesagt der Schleifklotz, der hängt da hinten dran und normalerweise der Schleifklotz, der hält den auf der Höhe. So, stell dir das mal ein. Es ist ein bisschen eine Sache für sich. Klar, das geht. Beim Eberhard-Flug, da haben sie gesagt, da war es immer so, du hast geackert am Hang, du hast den für die eine Seite eingestellt, hat er perfekt gepasst, hast den für die andere Seite dann, wenn du hintergefahren bist, dann hat die andere Seite überhaupt nicht gepasst, hast die Seite eingestellt, bist zurückgefahren, hat die andere Seite wieder nicht gepasst. Kann natürlich auch bei dem Eichelflug so sein. Wie gesagt, Hanglage ist ja sowieso so ein bisschen eine Sache für sich, die ist ja nicht ganz einfach. Und den Flug auf Hanglage mal einstellen, das wenn du es geschafft hast, tja, wie gesagt, du kannst ja hier oben dann auch noch einmal das ganze Schaving kippen und da unten die Anstellung vom Streichblech und das Ganze noch hin und her verschieben, nach vorne kippen, da liegen die Schrauben fast an, da ist die Schraube total lose, da liegt die Schraube an, da vorne ist die Schraube auch angelegen, also, ja, weiß man wie gesagt nicht. Kann durchaus sein, dass es da damit zusammenhängt. Aber das ist wirklich einmal den richtig Asch da mal her, der wird richtig sauber gemacht, dass er dann auch schön im Boden gleitet und dann im Herbst vielleicht oder im Frühjahr, wenn ich das andere Feld draußen habe, dass ich ihn dann einmal probiere oder wie gesagt dann für einen Kartoffelacker. Das ist ja jetzt kein Projekt, das was jetzt auf der Stelle fertig werden muss. Ich habe vorher den Miststreuer auf jeden Fall noch, der muss fertig werden, das ist Fakt. Ich habe einen funktionsfähigen Flug hier stehen, das ist der rote Eichepflug, der funktioniert ja. Ein paar Spitzen ran, dann zieht es eine leichte rein und dann agge ich mit dem und ja, das Ding, dem kann ich mich dann im Winter mal widmen. Schön in aller Ruhe, alle Schare auseinanderbauen, Schrauben erneuern, wo es nötig ist. Und dann sollte der auch wieder laufen. Ja. So viel auf alle Fälle dazu. Jetzt habe ich schon wieder so viel gewarft. Naja, ihr kennt mich ja, ist immer dasselbe mit mir, ne? Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle ein schönes Wochenende. Ja, wie ihr gesehen habt, habt ihr nicht gesehen, dass ich an die Streuer weitergemacht habe. Bin ich noch nicht dazugekommen, war ich noch so faul. Ein paar Teile liegen schon drüben, aber naja. Kommt Zeit, kommt Rat. Es ist ja noch ein bisschen hin bis zum Miststreuen, es muss jetzt nicht auf der Stelle sein. Es gehört ja erst einmal dann quasi geschält bzw. gegrubbert. Das wäre ja die Möglichkeit, dass das Ausfallgetreide aufgehen kann, dann bleibt es ja eh liegen. Und Miststreu war ja dann nochmal erst irgendwann im Herbst. Jetzt haben wir ja gerade, jetzt haben wir gerade den 1. August heute gehabt. Ich muss jetzt nicht am 1. August den Miststreuer und ackern und gleich säen und übertreiben müssen wir es ja auch nicht. Gut, in diesem Sinne, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bis die Tage. Servus.